Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Fragestunde. Ich freue mich, dass ihr da seid, euch so zahlreich angemeldet habt und auch schon reintrudelt. Charlie habe ich schon gesehen. Hallo lieber Charlie. Bärbel, liebe Bärbel, hallo. Und die liebe Hilke ist wieder dabei. So schön. Ich freue mich, dass ihr es wieder geschafft habt. Sagt mir doch bitte erst nochmal, indem ihr in den Chat schreibt, könnt ihr mich sehen und hören und auch die Folien sehen. Es ist auch laut genug und nicht zu laut, dass wir alle ein angenehmes Fernseherlebnis haben heute Abend. Yes, guten Abend, alles bestens, super. Guten Abend, liebe Angelika, alles ist gut. Liebe Hilke, du hast jetzt nur an mich geschrieben. Wenn du das möchtest, ist das okay. Wenn du an alle schreiben möchtest, dann drücke bitte unten auf alle Teilnehmer statt nur Moderatoren. Die liebe Gabi auch, für dich gilt das auch, sehe ich gerade. Guten Abend, liebe Angelika, euch allen. Liebe Gabi, klicke bitte auch du unten, beim Chat ist so ein lila Button, da kannst du umstellen auf alle Teilnehmer statt alle Moderatoren. So, also das scheint zu funktionieren, dass ihr mich alle sehen und hören könnt. Wunderbar, mal schauen, ob jemand über Webcast zuschaut. Nein, alles wunderbar. Dann können auch alle in den Chat schreiben. So, ihr Lieben, wie ist es euch denn ergangen seit dem letzten Mal? Genießt ihr die Wärme, die Sonne oder wie ist bei euch das Wetter? Schreibt das gerne mal in den Chat, wie es euch geht. Und ergangen ist. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und optimistisch und positiv und freut euch jetzt auf und über die Lockerungen. Ich glaube, in Deutschland ist schon mehr gelockert, in Österreich auch. Wir hinken hier ein bisschen hinterher. In Hamburg scheint die Sonne, ist etwas windig, aber immerhin Sonne und kein Regen. Super, Bärbel, das freut mich. Während ihr schreit, Silke sagt, hier ist viel Sonne, aber noch kühl, trotzdem geht es mir gut. Schön, das freut mich. Die liebe Claudia ist auch da. Hallo, du Liebe. Schön, dass ihr es schafft. Super Wetter. Auch in Hamburg, die Gabi. Haben wir mehrere aus Hamburg. Das ist ja spannend. So lernt man sich kennen. Ich möchte euch nochmal auf meine Geschenke hinweisen in der PDF, die ihr im Download-Bereich habt. Alle, die es noch nicht wissen und die neu sind, das hatten sich auch neue angemeldet. Ob die schon da sind, weiß ich gerade nicht. Ich zeige das nochmal. Im Download-Bereich ist eine PDF. Da habe ich mal für euch, weil ich das sonst immer nur so sage und auf einer Folie zeige, habe ich euch die Links reingetan für meine kostenlosen E-Books, für meine im Moment Corona-Super-Sonderspezialpreise und hier eben ein kostenloses E-Book, die 8 wichtigsten Schritte zur Zielerreichung, die ihr auf alles anwenden könnt, mit dem ihr euch so auseinandersetzt. Das heißt, jedes Problem und jedes Ziel könnt ihr mal mit diesen 8 Schritten bearbeiten und es wird euch weiterbringen. Das ist wirklich phänomenal, was man erreichen kann, wenn man diese 8 Schritte beachtet und wirklich auch anwendet. Natürlich nicht nur lesen, sondern auch anwenden. Und dann habe ich noch ein kostenloses E-Book für euch, wie du mehr Selbstliebe entwickelst, denn diejenigen, die mich kennen, wissen schon, dass ich
meine festgestellt zu haben, davon bin ich überzeugt mittlerweile, dass die Liebe die Lösung für alle Probleme ist und nur die Liebe sanft und nachhaltig die Probleme löst und uns unsere Ziele erreichen lässt. Und der Prozess beginnt immer mit der Selbstliebe, mit der Selbstachtung, mit der Selbstwertschätzung, dem Selbstvertrauen. Wenn das nicht da ist zu einem gewissen Maß, dann können wir wirklich vergessen, unsere Ziele zu erreichen und unsere Wünsche zu erfüllen. Deswegen so meine Angebote hier für euch. So, dann komme ich gerne zu euren Fragen. Gabi hat auch schon vorweggeschrieben, die Frage vorweggeschickt. Da gehe ich auch gerne drauf ein, liebe Gabi. Schreibt eure Fragen gerne in den Chat. So, mal gucken, wer schon was geschrieben hat. Ich habe so großen Liebeskummer. Gestern war mein Herzensmann da. Ich spüre ja so enorme Liebe für ihn und ich denke, er auch für mich, aber ständig spricht er von seiner Frau und von seinen Kindern und Stiefkindern. Warum macht er das? Ich fühle mich verletzt. Ich will endlich in der Liebe ankommen. Oh, oh, oh. Das kenne ich doch auch irgendwo her. Das fühlt sich nicht gut an. Jetzt weiß ich nicht, eigentlich hast du gar keine Frage gestellt. Vielleicht war das einfach nur mal ein, die von der Seele reden. Es sind zwei Nachrichten gekommen, hätte ich gefragt. Ja, sind. Fange ich jetzt mal damit an. Also, ich lese das mal ab, was die liebe Gabi geschrieben hatte. Fasse mich jetzt kurz, hat sie in der zweiten geschrieben. Was kann ich für meine ausgeprägte Skoliose Wirbelsäulenverkrümmung tun? Das wäre die erste Frage, die du offensichtlich schon sehr, sehr lange hast. Und also aus meiner Erfahrung würde ich wirklich sagen, wende die 5 Schritte der AK-Strategie an. Das heißt, erstens, ich verstehe, dass du sie loswerden möchtest, aber es ist emotional und mental total wichtig, dass du sie erstmal annimmst und erstmal lieben lernst. Das hört sich vielleicht brutal an, aber es ist bei jedem Problem wichtig, dass wir in den inneren Frieden kommen, dass wir unsere Emotionen glätten. Ich zeige euch mal, weil das gilt ja für alle, nochmal diese Folie mit den Emotionen. Manche von euch haben die schon gesehen, manche nicht. Mal gucken, wo sie ist. Hier. Schau mal bitte von unten nach oben, wo dein Gefühl so hauptsächlich ist, wenn du an dein Problem denkst. In dem Falle jetzt bei der Gabi Skoliose, aber ihr könnt alle gucken, wo befindet ihr euch, wenn ihr daran denkt, an euer Problem. Und wenn ihr nicht mindestens hier im Annehmen seid, also hier in der Akzeptanz, im Annehmen, dann kann sich euer Problem nicht auflösen. Das ist ein Paradox des Lebens. Wir müssen es erst annehmen und da sein lassen und zulassen, damit es sich auflösen kann. Das versteht der menschliche Verstand nicht, aber es habe nicht nur ich beobachtet, sondern du kannst es in allen Weisheitsbüchern nachlesen, aus Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte. Erst annehmen, in den inneren Frieden kommen, dann gibt es eine Veränderung in der Außenwelt. Energetisch, also annehmen, emotional, mental, und dann kann sich etwas verändern und dann wird sich auch etwas verändern. Das ist also der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, finde heraus, was dir das sagen möchte, dein Problem, in dem Fall die Skoliose. Sie hat irgendwie eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Botschaft für dich. Das ist ein Weckruf der Seele, nenne ich das. Oder ich nenne das auch eine Wachstumschance, eine
Heilchance, eine Lernchance. Irgendwas darf angeschaut werden, mit Bewusstsein und Liebe beleuchtet werden und dadurch in deinem Leben eine Veränderung in Gang gesetzt werden. Sehr oft, in den meisten Fällen, verändert sich dann sogar auch das ursprüngliche Problem. Das heißt, auch eine Skoliose kann besser werden. Das hört sich auch wieder ungewöhnlich an, aber ich habe so viele Wunderheilungen jetzt beobachten dürfen, die letzten 17 Jahre, und natürlich auch in Fachliteratur darüber gelesen, dass ich nicht mehr an ein Unheilbar glaube. Nach diesem zweiten Schritt, wenn du herausgefunden hast, was deine Aufgabe ist, kommt der dritte Schritt, dass du dir ein anderes Selbstbild kreierst, dass du anders über dich denkst. Das ist das neue, positive, veränderte Denken über dich. Dann wird das natürlich auch umgesetzt im Alltag, in der Außenwelt. Und der vierte Schritt in der AK-Strategie ist, dass du dir deinen Rücken, deine Wirbelsäule, die Außenwelt, alles, was dich stört an anderen Menschen, dass du dir das so ausmalst, wie du es gerne hättest. Und zwar immer nur zum Wohle aller Beteiligten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Alles andere wäre nicht mehr die bedingungslose Liebe, die die Grundlage ist der AK-Strategie. Und was mir auch die Engel immer sagen. Und der fünfte Schritt ist dann, wenn du in, ja eben, du bist ja hier und glaubst an eine höhere Weisheit und Intelligenz und die Engel, dass du sie dann bittest, dir bei diesem ganzen Prozess zu helfen, dich dabei zu unterstützen. Also diese fünf Schritte, die ich jetzt kurz genannt habe, die kommen wirklich bei jedem Problem und bei jedem Ziel zum Zuge. Ich werde nicht, es langweilt mich nicht, das immer wieder zu sagen. Das ist so einfach, es sind nur fünf Schritte und da gibt es natürlich auch tolle Übungen, Tools, Techniken in der AK-Strategie und in anderen Methoden, womit man das dann auch leicht umsetzen kann. Weil einfach nur im Kopf zu wissen, nützt es ja nicht. So, jetzt gucke ich mal, was ihr geschrieben habt. Ich hoffe, das hilft dir zu diesem Thema schon mal weiter, liebe Gabi. Sie kann es kaum lesen, ist bei ihr sehr ambivalent, sieht schrecklich aus, aber ich bin zu 100% schmerzfrei. Wow, das ist ja schon mal toll, dass du schmerzfrei bist. So, dann hatten wir hier eine Engelkarte für das Liebesthema. Die ziehe ich doch jetzt sehr, sehr gerne. Dann nehme ich das Liebesorakel. Und bitte jetzt die Engel der fragenden Person eine liebevolle Botschaft zu geben, eine deutliche. Sie wissen ja, um wen es sich handelt. So, bitte spitze die Ohren, spüre den Boden unter den Füßen, verbinde dich mit Himmel und Erde, atme sanft in den Bauch und lass auch du dich überraschen, was dir an Bildern, Gefühlen, Assoziationen kommen mag. Unerwiderte Liebe. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Oh, ich glaube, da bist du nicht glücklich drüber, aber es ist sehr deutlich, glaube ich, was die Engel da sagen. Und manchmal ist es wichtig, ehrlich hinzuschauen und eben ins Annehmen zu gehen, etwas zu akzeptieren. Und du darfst aber auch wissen, dass wenn sich eine Türe schließt, sich eine andere noch bessere öffnet.
Du wirst nie von der Liebe abgeschnitten. Fange an, dich selbst zu lieben. Der Anfang des Prozesses, Veränderungsprozesses, des Prozesses, des Weges hin zu deinem Ziel, zu deinem Wunsch, zur Wunscherfüllung ist immer, dass du dich selbst mehr liebst. Und wenn du meinst, du liebst dich schon, dann darfst du dich noch mehr lieben. Du darfst wirklich erkennen, was für ein wundervolles Wesen du bist und aufhören, dich in Frage zu stellen, dich zu kritisieren, dich klein zu machen, dir etwas nicht zu gönnen. Dehne deinen Geist und wisse, dass noch viel, viel mehr in deinem Leben möglich ist, als du bisher erlebt hast und glaubst. Also ich hoffe, ich kann mir vorstellen, dass es dich traurig macht, aber es macht dir, bringt dir auch nichts, wenn wir nicht ehrlich hinschauen. Ich hoffe, es ist eine Botschaft für dich, die du annehmen und umsetzen kannst. Was du schreibst, liebe Gabi, kann nur ich sehen. Du müsstest da unten bei dem lila Balken auf alle Teilnehmer stellen, steht jetzt wahrscheinlich auf alle, auf Moderatoren, an Moderatoren. Okay, wer hat denn noch eine Frage gestellt? Also Gabi hatte ja noch zwei andere. Haben die anderen auch eine Frage? Gabi glaubt an Wunder, habe schon viele Wunder erlebt. Ja, herzlichen Dank. Wow, das freut mich doch. Und kann stundenlang tanzen. Das ist aber genial. Ohne Schmerzen, mit Skoliose. Dann geht es also tatsächlich nur ums Aussehen. Ja, das ist auch eine spannende Aufgabe, die da drin versteckt sein könnte. Bärbel möchte eine Engelkarte. Sehr, sehr gerne, liebe Bärbel. Und verbinde bitte auch du dich mit Himmel und Erde. Atme sanft und liebevoll und tief in deinen Bauch ein. Liebe Engel, was möchtet ihr der lieben Bärbel heute besonders ans Herz legen? Liebe Bärbel, Freundschaft. Es ist Zeit, wahre Freundschaft mit dir selbst zu schließen. Sei deine beste Freundin. Frage dich mehrmals am Tag, liebe Freundin, was kann ich dir Gutes tun? Und meine es mit ganzem Herzen und dann tue es auch. Und du wirst überrascht sein, dass dann auch andere Freundschaften entstehen werden. Sie werden sich vertiefen und es werden neue Freundschaften dazukommen. Je mehr du dich selbst liebst und als Freundin betrachtest, desto harmonischer werden deine Beziehungen werden. Du kannst zu allen Menschen liebevolle, harmonische und friedliche Beziehungen haben. Und dann könnt ihr als Nackedeien, schau mal wie schön, könnt ihr als Nackedeien im Garten spielen. Die Engel haben Humor. Ich hoffe, das freut dich auch so wie mich, liebe Bärbel, und es sagt dir etwas. So. Charlie möchte auch eine Karte. Gut, ich bemühe mich, wieder niemanden zu übersehen. Liebe Engel, was möchtet ihr dem lieben Charlie heute besonders ins Herz legen? Bitte verbinde auch du dich. Du kennst es ja auch schon. Atme schön in deinen Bauch. Lass dich überraschen, was dir noch so an Ideen, Bildern, Gefühlen kommt, wenn ich die Karte vorlese bzw. die Botschaft channel.
Atmen. Erzengel Michael. Erzengel Michael steht dir besonders nahe. Er erfüllt dich mit Vertrauen und Mut und hilft dir auf deinem Weg, deinen Lichtweg zu gehen, nicht links und nicht rechts zu schauen und dich nicht ablenken zu lassen von dem, was dein Herz dir sagt, was dein wahrer Weg ist. Vertraue auf deine wahre innere Stimme und bitte Erzengel Michael, dir dabei zu helfen, dir selbst zu vertrauen und diese innere Führung aus deinem Herzen auch tatsächlich im Alltag umzusetzen, Schritt für Schritt. Er wacht über dich, er beschützt dich. Hab keine Angst. So schön, Erzengel Michael. Ja, ich hoffe, dass du was damit anfangen kannst. Er ist sehr, sehr machtvoll. Sehr machtvoll. Du kannst ihn auch in jeder Notsituation rufen. Ich lasse mal diese emotionale Tafel hier offen. Finde ich gar nicht schlecht. Wir wissen ja, dass wir bei den Fragen sind. So, Bärbel und Charlie hatten eine Karte. Gabi sagt, ja, jetzt hat es funktioniert, Gabi. Super, super, freut mich. Wie kann ich es erreichen? Denn der Preis ist zu hoch. In deinem Haus, in deinem Traumhaus. Schau nicht auf den Preis. Die Engel sagen immer wieder, schau nicht aufs Geld. Du brauchst nicht das Geld. Wünsche dir das Gefühl, das du haben wirst, wenn du da wohnst. Und sorge dafür, dass du jetzt schon dieses Gefühl hast. So, wie wirst du dich fühlen? Ich nehme jetzt gleich diesen Pointer, gehe hier zu dieser Folie und guck mal. Du wirst Freude fühlen, du wirst glückselig sein. Wahrscheinlich nehme ich an, du wirst begeistert sein, du wirst dich frei fühlen, du wirst ein Gefühl von Würde haben, dass du in deinem Traumhaus wohnen kannst. Und der Weg dahin ist, dass du, wo bist du jetzt, wenn du an das Haus denkst? Schau mal ehrlich hin, wo bist du gerade? Bist du im Annehmen deiner jetzigen Situation? Das wäre schon ganz toll. Oder bist du im Frust wegen dem, wo du jetzt wohnst? Also es wäre wichtig, dass du hier im Laufe der Zeit aufsteigst. Von Woche zu Woche höher kommst, bis du möglichst oft hier oben bist. Weil dann kommen die ganzen Geschenke der Liebe zu dir. Und das gilt jetzt natürlich wieder für alle von uns, bei jedem Thema. Für den Menschen. Ich spreche ja jetzt zu den Menschen und nicht zum höheren Selbst in den Menschen, weil zum höheren Selbst muss ich ja nicht sprechen. Das höhere Selbst ist ja schon da oben. Und will nichts mehr und fühlt sich nicht mehr im Mangel und hat keinen Frust mehr und hat keine Angst mehr und nervt sich nicht mehr. Also ich spreche ja jetzt zu den Menschen, menschlichen Persönlichkeiten, wie ihr eure Ziele und Wünsche erreichen könnt, eure Probleme auflösen könnt. Der einfachste Weg wäre natürlich, dass ihr euch jetzt erinnert, wer ihr in Wahrheit seid. Und dass ihr dann als dieses höhere, große, göttliche Selbst durchs Leben geht. Und dieses Selbst, euer wahres Selbst, hat keine Probleme. Ist immer glücklich, ist alles wunderbar. Und wenn es feststellt, hier in der Welt der Illusion, in der Materie, das stimmt jetzt für mich nicht so, fühlt sich nicht so stimmig an, dann überlegt es sich, wie wäre es denn stimmiger? Und was ist zu tun, damit es eintritt, was stimmiger ist? Und das lässt es sich einfallen, weil es ja verbunden ist, weil es ja mit der Quantensuppe verbunden ist, wo alle Informationen sind, wo die Lösungen für die Aufgaben schon vorhanden sind. Deswegen hat es gar nie ein Problem,
weil es gar nicht im Ablehnen ist. Es ist immer glücklich. Und wenn eben etwas nicht so ganz stimmig ist, dann weiß es auch, was zu tun ist, damit es stimmiger wird. Also das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Was wir hier immer besprechen, ist, was kann der Mensch tun, solange er noch nicht vollkommen zu sich selbst erwacht ist, sagen wir mal so. Teilweise sind wir ja schon erwacht, sind wir schon bewusst, aber wir haben noch diesen Verstand, der uns immer Mangel einredet. Wir identifizieren uns noch oft mit unserem Körper oder mit unseren Gedanken und Emotionen oder mit dem, was wir haben wollen, mit Materie. Wir krallen uns dran fest, wir wollen diesen Mann haben, wir wollen dieses Haus haben, wir wollen dieses Auto haben oder wir wollen ein Kind haben oder wir wollen, irgendwas will der Mensch immer, aber das höhere Selbst nicht. Das Beste ist natürlich, wenn wir wirklich in einer Sekunde uns erinnern, wer wir in Wahrheit sind. Ja. Also, so viel zum Haus. Da habe ich auch schon mal was zu gesagt, schon mal öfter zu dem Thema. Wunderbare Antwort, Wunderwirbelsäule. Bärbel meint, vielen Dank, Angelika. Ich denke, ich bin schon auf einem guten Weg. Willst du wahrscheinlich schreiben? Ja, das bist du auf jeden Fall. Rick hat auch eine Frage. Wie komme ich weiter, wenn ich meine Aufgabe bei den 5 Schritten nicht finden kann? Denn du meinst wahrscheinlich bei den 5 Schritten der AK-Strategie und die Aufgabe finden wäre der 2. Schritt. Ist das richtig so? Das wäre ganz wichtig, dass du die Aufgabe herausfindest, die Botschaft. Da können wir gerne auch mal, wenn du allein nicht weiterkommst, drüber telefonieren oder skypen oder uns hier auf Sofengo treffen. Es ist ja so, dass es darauf ankommt, was es ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel sich um einen Konflikt handelt, dann würde ich dir die Spiegeltechnik empfehlen. Damit kannst du ganz schnell herausfinden, was deine Aufgabe ist bezüglich eines Konfliktes. Bei allen anderen würde ich dir ein Engelkartenreading oder ein Channeling empfehlen oder die Zwiesprache mit dem Unbewussten. Sofern du nicht die Schutzengelbehandlung kennst, ich glaube, die kennst du noch nicht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also ist ganz wichtig herauszufinden, was die Aufgabe ist für dich. Ohne das kommen wir nach meiner Erfahrung nicht weiter. Charlie sagt vielen Dank. Die Antworten super. Mache ich schon die ganze Zeit. Lücke, bitte um Führung. Das ist immer wunderbar. Vielen Dank, liebe Gabi. Das kann sie, glaube ich, nicht lesen. Ich nehme an, das hat sie schon gemacht, um Führung gebeten. Vielleicht ist sie deswegen auch in dieses Webinar geführt worden. Wer weiß. Aber es kommen doch immer wieder kleine Zweifel, wirklich angenommen zu werden im Freundeskreis. Nicht das Vertrauen zu haben, macht mir manchmal Gedanken. Ja, da ist auch noch mehr Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstwertschätzung und Selbstvertrauen gefragt, ne? Ohne Erwartungen sein, genau, liebe Gabi. Eine Erwartung, wenn du die unbedingt erleben möchtest, ist Enttäuschung vorprogrammiert. Also ich finde es immer sehr einfach zu sagen, ich öffne mich einfach als große, weite, offene Schale, das hat mir Jesus mal gezeigt, für die Geschenke der Liebe in all ihren wunderschönen Formen. Was auch immer das sein mag, wer auch immer, wo auch immer. Und dann habe ich keine bestimmte Erwartung. Da kann ich auch nicht enttäuscht werden, aber probiert es mal aus. Ihr werdet überrascht sein, was dann wirklich alles Tolles in euer Leben gerieselt kommt. Ich sage immer, ich stelle mir das vor oder das Bild ist mir gezeigt worden, es ist ein Riesentrichter über mir, da ist alles schon drin, das Gute drängt nur so zu mir und es ist meine Aufgabe, mein Herz und meine Arme und Hände zu öffnen und es in Empfang zu nehmen. Aber ohne es erzwingen zu wollen. Das ist das Entscheidende. Vom Kämpfen loslassen. Annehmen statt kämpfen. Annehmen
heißt auch das Kämpfen loslassen, das Verkrampfen loslassen. Nur wenn wir unverkrampft sind, wenn wir im inneren Frieden sind, wie ich das vorhin am Anfang gesagt habe, weshalb das Annehmen der Wendepunkt ist, wenn wir im inneren Frieden sind, dann kann die Lebensenergie frei durch uns und unser Leben fließen und dann können die Dinge zu uns kommen, übrigens auch das Geld, jemand hat da noch was von Geld geschrieben, nur dann können die Dinge zu uns kommen, wenn wir entspannt sind, weil Verkrampfung ist Blockade, dann fließt die Energie nicht und alles ist Energie, das wissen wir ja mittlerweile, alles ist Energie, auch wenn der Mensch das mit seinen Augen nicht sieht, wie es sich bewegt. Alles ist Energie und Energie will fließen und sie kann nicht in unser Leben kommen, wenn wir verkrampft sind. Bereit sein zu empfangen. Liebe Gabi, mach doch bitte wieder das Schloss weg, indem du alle Teilnehmer anklickst. Das ist so schön, was du zu sagen hast. Danke, bemühe ich mich weiter und melde mich bestimmt nochmal wieder, liebe Angelika. Ich habe noch eine Frage geschrieben zum Thema Ordnung halten. Dann scrolle ich mal wieder rauf. Entschuldigung. Ordnung. Wie kann ich endlich Ordnung machen? Meine Mutter schreit ständig mit mir. Warum kann ich keine Ordnung halten? Und wie schaffe ich es, Ordnung zu halten? Auch da kannst du die 5 Schritte beachten und auch mal die 8 wichtigsten Schritte zur Zielerreichung, aber vor allen Dingen eben wirklich die 5 Schritte der AK-Strategie. Erstmal deine Unordnung annehmen, die Tatsache, dass du nicht Ordnung halten kannst und dass deine Mutter schreit, offensichtlich deswegen. Annehmen, nicht mehr Widerstand leisten. Erst dann kannst du dich weiter bewegen. Dann ganz wichtig herausfinden, was möchte dir deine Unordnung sagen. Die hat eine ganz wichtige Botschaft für dich. Wie eine Krankheit, wie eine Skoliose, wie eine Krebserkrankung, wie ein Konflikt mit deinem Chef, mit deinem Nachbarn, mit deinem Partner. Es hat eine wichtige Botschaft für dich. Und dann die entsprechend umsetzen, diese Botschaft. Die Botschaft ist nicht halte Ordnung, ne? Sondern es geht da um irgendetwas. Es gibt einen Teil in dir, der braucht diese Unordnung für irgendetwas und will dich auf das aufmerksam machen, was für dich jetzt sehr, sehr wichtig ist. Aber wichtig ist auch eben, dass du es annimmst und nicht weghaben willst und dich nicht dafür kritisierst, und dir nicht die Haare raufst sozusagen, warum das du nicht los wirst. Wir werden nichts los, was wir loswerden wollen. Erst annehmen und lieben lernen. Das ist das, was ich dir dazu sagen kann. So, jetzt gucke ich nochmal, was Gabi für Fragen gehabt hatte. Wie kann ich meine finanzielle Lage verbessern? Ich ziehe eine Geldkarte für dich. Fragen wir mal die Engel, was im Moment das wichtigste Thema für dich ist. Der nächste Schritt bezüglich deiner finanziellen Lage. Nehmen wir diese spirituellen Geldkarten, bitten die Engel, der lieben Gabi deine Botschaft zu geben. Bitte verbinde dich mit oben und unten, liebe Gabi. Spüre den Boden unter den Füßen, atme in deinen Bauch und schau, was dir an Gefühlen, Bildern, Assoziationen und Ideen kommt. Ich wähle jetzt die Realität, die ich erleben möchte. Also, du bist eingeladen, daran zu glauben und dir zu vertrauen, dass du die Wahl hast. Du wählst die Realität, die du erleben möchtest. Erkenne deine Schöpferkraft. Du bist die Schöpferin deiner finanziellen Realität.
alles, was du für möglich hältst, was du dir erlaubst, wird Realität, wenn du deinen Fokus darauf richtest. Wenn du immer wieder Gedanken zulässt, die das Gegenteil von dem beschreiben, was du erleben möchtest, erschaffst du eine Realität, die du nicht erleben möchtest. Du kannst dir das so vorstellen, so hat mir Jesus das mal gezeigt. Wir gehen in einen Supermarkt und da gibt es links meinetwegen wunderschöne Obstgestelle, wunderschöne, frische, knackige Früchte, Obst und Gemüse meinetwegen. Und rechts sind die alten, vergammelten, vertrockneten, verfaulten. Und wir haben einfach gelernt zu spüren, dass wir nicht wertvoll sind. Das ist uns eben in unserer Kindheit schon ausgeredet worden, dass wir wertvoll sind. Und wir haben gelernt, in den Supermarkt reinzugehen und zu wissen, da rechts, das ist für mich, das bin ich gewöhnt. Und diese verschrumpelten, nicht mehr ganz so schönen Früchte, Gemüse, Obst, das ist für mich. Wir haben immer den Fokus da drauf und sehen das andere gar nicht mehr. Vielleicht erhaschen wir mal einen kurzen Blick beim Reingehen in den Supermarkt, dass jemand mit so schönen Früchten rauskommt. Dann sind wir vielleicht neidisch, vielleicht sind wir auch ärgerlich auf den. Aber wir haben nur den Fokus auf diesen weniger schönen Früchten und erschaffen uns deswegen immer mehr davon. Und Jesus hat mir gesagt, wir haben die freie Wahl. Du wählst. Willst du da zugreifen mit gutem Gewissen, voll Freude und Dankbarkeit und mit Begeisterung und dem vollen Vertrauen, dass immer noch mehr nachfließen wird, dass immer noch mehr nachgeliefert wird? Übrigens war das ganz interessant. Am Anfang der Corona-Krise haben wir ja mal gedacht, es gäbe Lebensmittelknappheit. Ne? Da kamen diese alten Themen wieder hoch. Wir leben ja im Schlaraffenland, wir können ja lustvoll zugreifen, aber wir sind es nicht gewöhnt und eine gewisse ältere Generation schon gleich gar nicht, aber auch jüngere Generationen nicht, weil wir von unseren Ahnen, selbst wenn wir die nicht persönlich gekannt haben, ganz viel an Energien und alten Themen übernommen haben. Das geht bis hin zu Krankheiten. Und vor allen Dingen auch das Geldthema. Beziehungsthemen haben oft mit Ahnen zu tun, mit den Erfahrungen. Manche von euch haben ja meine Meditation Lasten an die Ahnen zurückgeben. Kann ich euch da wirklich nur wärmstens empfehlen, macht die immer wieder. Es werden Fesseln gesprengt, es werden bei euch Muster abfallen, von denen ihr jahrelang gedacht habt, die werdet ihr nicht los. Aber ihr könnt das wirklich mit solchen Meditationen, geführten Meditationen, loslassen und auflösen. Es sei denn, ihr macht das, was ich vorhin mal gesagt habe, ihr erinnert euch einfach, wer ihr seid. Weil ein göttliches Selbst hat keine Probleme, auch nicht mit Geld. Also, ich finde das eine sehr, sehr schöne Karte. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen und vor allen Dingen, dass du sie auch umsetzen kannst. Das wünsche ich dir natürlich sehr. So, dann schaue ich nochmal, was sie geschrieben hat. Ordnung halten. Unsere Gedanken führen uns. Ich glaube, jetzt habe ich keinen mehr übersehen. Dann nehme ich jetzt noch die dritte Frage von der lieben Gabi. Ich möchte gerne mehr arbeiten, bin aber in Anführungszeichen schon 60. Was könnte ich jetzt noch in Anführungszeichen tun? Berufung? Fragezeichen. Herzlichen Dank, liebe Grüße von mir, Gabi. Ja, was möchtest du tun? Was hast du dir schon immer gewünscht zu tun? Hast du deine Berufung gelebt, als du gearbeitet hast? Also du sagst mehr arbeiten, also arbeitest du ja noch. 60 ist ein tolles Alter, um endlich die Berufung zu leben, um dich selbstständig zu machen.
Zum Beispiel, Berufung leben muss nicht heißen, sich selbstständig zu machen, aber viele machen das dann ab 60. Sie haben auch sehr, sehr viel Lebenserfahrung, sehr, sehr viel Berufserfahrung und wollen auch nicht mehr unbedingt einen Chef über sich haben. Sie wollen frei sein, sie wollen ihre eigene Herrin, Chefin sein, über sich selbst entscheiden, was sie tun und wie sie es tun. Das ist ein schönes Alter. Also ich kann gerne mal eine Engelkarte ziehen für dich. Da möchte auch noch jemand eine Engelbotschaft zur aktuellen Situation, sehr, sehr gerne natürlich. Mache ich und dann frage ich noch die Engel wegen der Berufung. Ja, und wenn du deine Berufung herausfinden möchtest, weißt du ja vielleicht, dass ich einen Online-Kurs dazu gemacht habe. Einen ganz, ganz tollen, wie ich finde. Ich habe mittlerweile auch schon viel tolles Feedback bekommen, auch wenn sie nicht alle ihren Namen nennen wollen. Deswegen habe ich nur ein Feedback mit Namen. Aber ich habe schon ganz viel tolles Feedback bekommen. Ich zeige den mal eben, wenn ich die Folien finde. Sind bestimmt hier irgendwo, genau, da, ein Online-Kurs, deine Berufung finden und zwar mit Freude und Leichtigkeit, das ist mir ganz, ganz wichtig, eben nicht mit Anstrengung, nicht mit Kämpfen, diejenigen, die mich kennen, wissen schon Bescheid, dass es das bei mir nicht gibt und das ist etwas, was du von zu Hause aus machst, in deinem Tempo, in deinem Rhythmus, so viel Zeit, wie du zur Verfügung hast. Die einen haben gerade viel Zeit, die anderen wenig Zeit, dann kannst du das eben Schritt für Schritt in deinem Tempo machen. Er ist für 12 Wochen konzipiert, aber wie gesagt, du machst das einfach in deinem Tempo und er enthält ganz viele tolle magische Tools und Techniken, mit denen du dann auch die Verwirklichung in Gang setzt, damit du nicht einfach nur weiß oder meinst zu wissen, was es ist, sondern dass du es dann auch wirklich auf die Straße bringst, in die Materie bringst. Und dieser Kurs ist für alle geeignet, die entweder noch gar nicht wissen, was die Berufung ist, die es wissen, aber meinen, damit könne man kein Geld verdienen. Das höre ich ja total oft in meiner Beratung. Ja, dann geben Sie zu, ich wüsste es schon, aber damit kann man kein Geld verdienen. Und das ist einfach nicht wahr. Heute verdienen die Leute mit Dingen Geld, wo man vor 50 Jahren auch gedacht hat, damit könnte man kein Geld verdienen. Überlegt mal, zum Beispiel diejenigen, die so Stilberatung machen, die zu dir nach Hause kommen und deinen Kleiderschrank angucken und mit dir zusammen gucken, was dir passt, die mit dir einkaufen gehen. Das haben manche Frauen früher gerne so gemacht, mit ihren Freundinnen gemacht. Die erste, die sich gedacht hat, boah, wäre toll, wenn ich damit mein Geld verdienen würde, die ist ausgelacht worden, aber heute gibt es das und die verdienen ihr Geld damit. Und dieser Kurs ist richtig für dich, wenn du noch mehr Klarheit und Fokus brauchst. Vielen mangelt es nämlich an Fokus. Sie wissen schon, was ihre Berufung ist, aber sie verzetteln sich. Und für alle, die ihre Berufung leben, aber wo der Erfolg ausbleibt, wo eben sie ja, finanzielle Sorgen haben, weil es nicht so läuft, wie es sein sollte, weil da braucht man wirklich ein gutes, solides Fundament, um auch davon leben zu können. Und ich empfehle es jedem, einmal im Jahr die Hauptübungen zu machen, um die Positionierung, also die Berufung zu überprüfen, ob man noch den richtigen Schwerpunkt hat oder ob man sich schon weiterentwickelt hat, weil Berufung ist ein Prozess, ist nichts Statisches. Das wird dir jeder wahrscheinlich bestätigen, der seine Berufung lebt. Das ist nicht nur bei mir so in den 16 Jahren, die ich jetzt meine Berufung lebe, sondern auch bei allen anderen, die ich kenne und die ich begleiten darf. Wir verändern uns, wir entwickeln uns, wir wachsen und dann ist es ja ganz selbstverständlich, dass wir auch unsere Berufung dann verändern. Also das wäre dieser Kurs. Den gibt es als Textversion, damit ihn sich jeder leisten kann und als Audiotextversion für diejenigen, die die geführten Anleitungen und Meditationen von mir aufgesprochen haben wollen.
Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne mal eine E-Mail oder auch auf Sofenko eine Nachricht. Dann gebe ich dir einen Link, wo du mehr darüber lesen kannst. Oder du kannst mich natürlich auch fragen, wir können auch mal darüber telefonieren. So, nochmal weiter gucken, ob ich jemanden vergessen habe. Wie war das mit der... Ja, dritte Frage habe ich beantwortet. Eine Engelbotschaft zur aktuellen Situation. Gut. Und dann haben wir noch Kinderbetreuung, Unterricht geben in Englisch, Französisch, Spanisch und was du das. Wow. Möchte gerne von zu Hause arbeiten, möchte ganz viel geben, hilfsbereit sein. Super, möchte ich auf jeden Fall. Okay, eine Engelbotschaft und dann, ja, haben wir auch noch Zeit für eine Berufungskarte für die liebe Gabi. Eine Engelbotschaft für eine anonyme Teilnehmerin oder Fragerin, fragende Person. Liebe Engel, was ist eure wichtigste Botschaft? Verbinde auch du dich. Spür den Boden unter den Füßen, atme sanft in deinen Bauch. Geistiges Wachstum. Du stehst an der Schwelle zu noch mehr geistigem Wachstum. Die Herausforderungen, die du erlebst, helfen dir, dich höher zu entwickeln, dein Bewusstsein zu erweitern, mehr Licht und Liebe in dein System fließen zu lassen, loszulassen, was dich fesselt, was dich ankettet, an Dinge, die dir nicht mehr gut tun. Sie erheben dich. Die Herausforderungen, die du erlebst, sind Einladungen, dich erheben, anheben zu lassen, in deine Energieschwingung anheben zu lassen. Die Engel helfen dir dabei. Bitte sie, dir Schritt für Schritt, Tag für Tag zu helfen, dein Herz zu öffnen und deine Schwingung zu erhöhen. Bitte sie, mehr Licht und Liebe in dein Herz fließen zu lassen, dein Herz immer weiter zu öffnen und auch bei Herausforderungen offen zu halten. So bist du immer in der Anbindung mit der geistigen Welt, mit dem göttlichen Licht und hast jetzt die Chance, weiter aufzusteigen. Oft sind die größten Herausforderungen, die größten Chancen, das Bewusstsein zu erweitern, die Schwingung zu erhöhen, mehr Durchlichtung zu erleben und weiter aufzusteigen, aus der Dunkelheit ins Licht, geistiges Wachstum. Ich finde die wunderschön, ermutigend. Ich hoffe, sie hilft auch dir, ermutigt auch dich. Dann schauen wir jetzt mal eine Karte für die liebe Gabi bezüglich ihrer Berufung. Was möchtet ihr der lieben Gabi da besonders ans Herz legen? Liebe Gabi, verbinde auch du dich. Atme sanft und liebevoll in deinen Bauch. Spür die Unterlage, auf der du ruhst. Und jetzt schau, lass dich überraschen, was dir an Gefühlen kommt, an inneren Bildern, an Assoziationen, Ideen. Wenn ich die Botschaft jetzt vorlese,
oder Channel. Du bist auf dem richtigen Weg. Mach weiter mit dem, was du tust, denn offensichtlich funktioniert es. Folge deinem Herzen, tue das, was dir Freude macht. Wenn es Tanzen ist, dann tanze. Fühle die Leichtigkeit, die Schwerelosigkeit. Folge deinem Herzen, Schritt für Schritt, täglich, jeden Moment, und dann bist du auf dem richtigen Weg. Wow, so schön. Also, es ist jetzt keine Berufsbezeichnung, sondern das Allerwichtigste, finde ich, gehe deinen goldenen Lichtweg. Du bist auf dem richtigen Weg, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du das tust, was dir wirklich Freude macht. Mir hat zum Beispiel geholfen bei meiner Berufung, dass ich meinem Herzen gefolgt bin und mit Malen begonnen habe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mit meinen Gemälden dann Geld verdiene, sondern es hatte energetisch einen großen Einfluss auf mich und auf mein spirituelles Wachstum. Das Gleiche ist dann passiert ein Jahr später, als ich meinem Herzen gefolgt bin und endlich meinen Kindheitstraum erfüllt habe und mit Klavierspielen angefangen habe. Auch das hat mein spirituelles Wachstum und meine Berufung enorm beschleunigt oder unterstützt, sagen wir mal so. Ich bin heute davon überzeugt, dass diese beiden Arten des kreativen Selbstausdrucks enorm entscheidend waren dafür, dass ich meine Berufung weiterentwickeln konnte, ausbauen konnte und erfolgreich umsetzen konnte. Manchmal machen wir dann vielleicht aus dem, was wir da Kreatives gemacht haben, zum Beispiel aus dem Tanzen, einen Beruf oder aus dem Malen, aus dem Klavierspielen, mit dem wir Geld verdienen. Und manchmal ist es einfach unterstützend, braucht unsere Seele das. Unsere Seele braucht diese Freude dabei zu empfinden, um unsere Schwingung zu erhöhen und uns eben wirklich hochzuziehen. Um die Berufung zu leben, müssen wir in sehr gutem Kontakt mit unserem Herzen, mit unserer wahren inneren Stimme sein. Und wenn wir eben die Dinge tun, die uns faszinieren, die uns begeistern, wo wir eine Leidenschaft für empfinden, dann bringt uns das auf dieses hohe Level. Ich zeige nochmal das Bild mit den Schwingungen hier. Das kann ich euch nicht oft genug zeigen. Tut die Dinge, die euch möglichst hoch bringen, möglichst oft am Tag in eine hohe Schwingung kommen. Und annehmen ist schon toll. Wenn ihr überwiegend hier unten seid, ist annehmen schon super toll. Ja, dann seid ihr zufrieden, dann entspannt ihr euch. Und dann, wenn ihr hier lang genug seid, könnt ihr da auch weiter aufsteigen, werdet ihr auch weiter aufsteigen. So, ich hoffe, das war jetzt ein erster Impuls für deine Berufung, liebe Gabi. Wow, mir kommen die Tränen, schreibt sie, tanzen. Kam, als du es gesagt hast. Ja, da bin ich gespannt, liebe Gabi. Wer weiß, was du noch alles mit diesem Tanzen bewerkstelligen wirst, was da noch alles passieren wird. Ich liebe es zu tanzen. Ich fühle mich so lebendig. Genau dann ist es das Richtige für dich. Fühle meine Kraft und liebe Musik. Ja, bitte tu es so oft wie möglich. Und es wird sich ausdehnen. Alles, was wir nur 5 Minuten am Tag tun, mit Leidenschaft, mit Begeisterung, mit Freude, wird sich ausdehnen. Claudia möchte auch eine Karte zu ihrer Berufung. Sehr gerne, wir haben noch 6 Minuten, das klappt noch. Liebe Erzengel Michael, was möchtest du der lieben Claudia zu ihrer Berufung sagen? Liebe Claudia, bitte verbinde auch du dich
Himmel und Erde, atme sanft und liebevoll in deinen Bauch. Und schau auch du, was das mit dir macht, wenn ich jetzt die Botschaft vorlese. Licht und Liebe. Deine Aufgabe ist es, göttliches Heilungslicht und Liebe in diese Welt zu bringen. Wow, da bekomme ich Gänsehaut, Engelshaut. Licht und Liebe. Deine Aufgabe ist es, göttliches Heilungslicht und Liebe in diese Welt zu bringen. Dafür vermehre zuerst diese Liebe und dieses Licht in dir selber, in deinem Herzen. Und lasse es aus deinem Herzen strahlen. Zuerst in deine Aura und dann in dein ganzes Umfeld und in die ganze Welt. Es ist eine wunderschöne Aufgabe, dieses göttliche Heilungslicht und die Liebe, die göttliche Liebe, die bedingungslose göttliche Liebe in die Welt zu tragen. Bitte um göttliche Führung, die dir den Weg zeigt, Schritt für Schritt, wie du diese Liebe und dieses Licht in der Welt verbreiten kannst, sodass du damit anderen Menschen dienst. Sei ehrlich, schaue tief in dein Herz, sei ehrlich, was dir am meisten Freude machen würde. Wenn alles möglich wäre, wenn es keine Grenzen gäbe, wenn du alles mitbekommen hättest in diese Inkarnation, um diese Aufgabe zu erfüllen, was wäre dann dein größter Herzenswunsch? Was würdest du dann am liebsten anderen Menschen geben wollen? Bitte die Engel um Führung und Inspiration. Ist das nicht eine der schönsten Aufgaben? Ich finde es wunderschön. Ich hoffe, es berührt dich, sagt dir etwas. Ich bin dann gespannt, wie es mit dir weitergeht. So, ihr Lieben, noch 3 Minuten. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Danke, sagt die liebe Claudia. Ich glaube, sie ist ein bisschen entweder schockiert oder berührt. Charlie sagt vielen Dank. Wir sind schon beim Verabschieden. Langsam. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle mehr Licht und Liebe in eurem Herzen kultivieren könnt, dass euch auch das schöne Wetter, die Sonne, auch wenn es noch einen kühlen Wind dabei gibt, dass die euch helfen. Ich persönlich finde es enorm hilfreich, die Sonne, das enorme Licht, das wir hier seit Wochen haben. Gut, die letzten 2 Tage war es ein bisschen bedeckter, aber heute Nachmittag kam die Sonne wieder ganz stark raus. Mir hilft das sehr, in der Liebe zu bleiben, positiv zu bleiben, meine Schwingung zu erhöhen, eben immer schön hier, ich gehe mal wieder hier rüber, hier in den oberen Bereichen zu schwingen. Und das wünsche ich uns einfach allen, dass wir möglichst oft hier oben schwingen. Wir haben sicherlich während des Tages auch mal Abstürze. Also mir geht es so, ich bekomme ein Telefonat, eine schlechte Nachricht, jemandem geht es sehr schlecht. Im ersten Moment bin ich dann hier unten vielleicht in der Angst. Wo bin ich denn noch? In der emotionalen Abhängigkeit. Deswegen habe ich Angst um jemanden, mache mir Sorgen um jemanden. Und dann habe ich aber zum Glück meine Techniken und Methoden, um da wieder höher zu kommen. Um ins Annehmen zu kommen. Ich mache dann halt am liebsten Gefühlen allen Raum geben, um schnell wieder in der Liebe zu sein. Vielleicht auch eine Schutzengelbehandlung, um schnell wieder in der Liebe zu sein. Und dann können wir wieder aufsteigen. Was kannst du jetzt gleich nach dem Webinar noch machen? Meine Frage an euch alle. Was kannst du jetzt gleich noch machen oder denken,
was deine Schwingung erhöht. Ich weiß schon, was die Gabi machen wird. Die wird sich eine tolle Musik anmachen und tanzen. Was werden die anderen machen? Schreib das gerne noch in den Chat. Das könnte noch ausreichen. So lange verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich finde es total schön, dass ihr wieder da gewesen seid. So eine liebevolle Gruppe, dass ihr auch untereinander euch hier schreibt und verbindet. Finde ich super, super schön. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, in ungefähr 2 Wochen wieder. In einer Woche wieder zum Corona als Chance-Webinar, wenn ihr möchtet. Und ansonsten einfach auch gerne mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Frage habt, mit der ich euch dann vertiefend unterstützen kann. Und wie gesagt, guckt euch gerne mal diejenigen, die sich um ihre Berufung kümmern wollen, meinen Kurs an. Die Beschreibung findet ihr auf meiner Website oder schreibt mir, dann schicke ich euch den Link. Da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Und die gebe ich euch natürlich sehr, sehr gerne, weil ich möchte, dass jeder Mensch seine Berufung leben kann. Helke schreibt, in die Natur gehen. Danken, dankbar sein. Genau, das erhebt die Stimmung, die Schwingung am dollsten. Für alles dankbar sein. Für jede Sekunde, für alles, was wir haben. Mache ich, sagt Gabi. Wunderbar, herzlichen Dank für die Beantwortung aller Fragen. Ganz lieben Dank, das war so schön. Lieben Gruß aus Hamburg. Ihr Lieben, ich liebe euch, ich umarme euch virtuell. Darf man das ja auch? Schön, dass das möglich ist. Wir sind ja sowieso alle miteinander verbunden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und schlaft gut, erholt euch gut. Und was haben wir heute für einen Tag? Dienstag, noch eine schöne restliche Woche. Und haltet eure Herzen offen. Es lohnt sich, denn es wird immer mehr Schönes in euer Leben kommen. Alles, alles Liebe. Ich suche noch meine Verabschiedungsfolie. Die habe ich auch. Super, super organisiert, Angelika. Gut gemacht. Ihr Lieben. Also macht's gut. Ciao.